herzlich willkommen bei Tag 5 in Bauches Dschungelcamp. Wie haben Melli und Bauche die Nacht überstanden? Haben die Bohnen im Essen gestern Nachwirkungen gehabt? Wie kann man mit Dschungelprüfungen die Umwelt retten? Können im Wald nur Vögel singen? Kann es sein, dass wir schon im Paradies leben? Und was hat es mit Linda, Lilly und der deutschen Aische auf sich? Fragen über Fragen. Und die Antworten folgen in dieser Folge von Bauchis Dschungelcamp. Super, ich kann den Kopf tragen, aber ich trommel nicht. Jeden Morgen früh aufstehen, zur Schule oder Arbeit gehen und den lieben langen Tag das zu tun, was sie mir sagt. Darauf hab ich keine Lust, denn das erzeugt in mir nur Frust. Ich tu lieber, was ich mag, weil ich da viel mehr von hab. Oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben ist, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben ist, schön. Das Leben ist toll, das Leben ist wundervoll, weil alles kommt, wie es soll. Das Leben ist schön, oh, oh, das Leben ist toll, oh, oh, das Leben ist wundervoll, weil alles kommt, wie es soll. Ich folge lieber der Natur, dem Miteinander der inneren Uhr. Ich lieg im Gras und fühle mich frei, genieße den Tag und hab Spaß dabei. Wir sitzen hier alle in einem Boot und zusammenhalten, wie es im Lot. Und legen an einer Insel an, auf der man frei sein darf und kann. Lieben alles um uns herum und nehmen keinem mehr was krumm. Oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben ist, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben ist, schön. Das Leben ist toll, das Leben ist wundervoll, weil alles kommt, wie es soll. Das Leben ist schön, oh, oh, das Leben ist toll, oh, oh, das Leben ist wundervoll, weil alles kommt, wie es soll. Sowas von verstehen. Naja, okay, ein bisschen. Egal. Egal. Ja, ein guter Musiker kann auch mit einem verstimmten Instrument spielen. So, die Maddie ist gerade mal unterwegs. Deswegen muss ich mit meinem blöden Handy hier mal gerade Videos machen. Ich hoffe, dass die Qualität trotzdem in Ordnung ist. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr das schon ein bisschen, was sich getan hat. Ja, meine neue Matratze. Jetzt ist es so, dass man das da, dass man dann vernünftig schlafen kann. Und ich habe viele Planen bekommen, damit ich nachher das noch dicht machen kann alles. Dann können wir nämlich auch im Regen hier schlafen. Und wir haben endlich ein Sofa. Cool. Bald Sofa. Ja, so langsam wird's gemütlich. Warte, komm, ich bin am Feuer. Oh, wir haben eine Dschungelprüfung. Aha, ich habe gedacht, du hast das hergegeben. Na? 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 Du wirst schon voll österreichisch. Ja, ich lerne österreichisch. Hm. Was ist das? Eisbecher. Aha. Nee, das sind so Pflanzen. Heutige Dschungelprüfung, Pflanzen setzen. Pflanzen setzen. Na, da habe ich doch direkt eine Idee zu. Mhm. Ich
Ja, ich habe da eine Idee. Wir machen mal 3. Hattest du nicht mal so ein Hashtag? Fickt euch alle, ich gehe einen Baum pflanzen. Genau das mache ich jetzt. Aus dieser Dschungelprüfung. Ist übrigens jeder herzlich eingeladen, diese Dschungelprüfungen auch zu machen. Der möchte. Ne? Der Bauchi seinen Spaß immer nur haben, dürfen ja auch andere ihren Spaß haben. Vor allem, wenn es konstruktiv ist. Wir gehen jetzt einen Baum pflanzen. So, das machen wir. Warte, ich muss noch nicht filmen. Ich hole jetzt 3. Das mache ich immer zu sehr kaputt. Was ich mir gedacht habe, ist folgendes. Wir haben diese Töpfchen. Ich habe noch ein bisschen schönen Boden von da, wo ich das Feuerloch ausgehoben habe. Der ist schön locker. Und dann habe ich mir von all diesen ganzen kleinen Setzlingen, die hier so am Waldboden sind, die eigentlich auch nur Supportgewächse sind, weil die hier alle definitiv nicht alle hochkommen werden. Also kann man im Wald einfach Setzlinge finden. Da muss man sie nicht von der Saat, vom Samen aus ziehen. Und wenn wir die einfach ein bisschen hegen und pflegen, dann sehen wir, ob die ein bisschen größer werden. Und dann suchen wir uns einen Platz, wo die wirklich hochwachsen können, wo nicht zu dicht der Wald dann wird. Und weil die stehen hier teilweise Zentimeter nebeneinander, da werden niemals alle von hochkommen. Melli hatte gerade irgendwie gesagt, also, es ist ein bisschen komisch, wir nehmen dem Wald was zurück, aber eigentlich holen wir nur was aus dem Wald raus, um es vor den Grenzen des Waldes zu pflanzen, damit der Wald sich erweitern kann. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. So, auch ein Machen. Mhm. Wir haben, ich habe 2 Lindensetzlinge und einen Eichensetzling. Deutsche Eiche in Österreich. So. Ich gucke jetzt einfach mal, wie wir das hier hinbekommen. Also wichtig ist, die nicht einfach rauszurupfen, sondern so ein bisschen auszubuddeln, damit die Wurzeln drin bleiben. Und eigentlich kann man die hinterher mit diesen Dinger, und dafür sind die konzipiert, die verrotten und sind direkt gleich Dünger und Nahrung, kann man die halt eben direkt in den Boden setzen. Machen das hier schön locker drauf und drücken sie ein bisschen fest. Und dann haben wir im Prinzip schon, ja, ein bisschen mehr können wir noch. Süß. Die stellen wir jetzt einfach nachher so ein bisschen. So. Okay, also. Du auch rein? Mhm. Welche magst du? Linde. Die Gelinde. Hier, da kannst du so ein bisschen vorher schon noch reintun. Bäume haben ja auch eine eigene Bedeutung. Also so wie Krafttiere. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, Linde und Eiche. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall, ich hatte letztens mit der Martina noch ein echt schönes Erlebnis. Wir hatten, wir sind in der Stadt spazieren gegangen. Und dann war so ein Schmuckladen da, der in der Auslage vom Schaufenster so Amulette mit Yggdrasil, dem Lebensbaum, drauf ausliegen hatte. Und der Lebensbaum, da hatte ich auch einen Gedanken, weil man sieht immer nur die obere Seite, aber die Wurzeln sind immer viel kleiner. So, nee, eigentlich ist es gleich. Schon, ja, also wenn der, ja. wenn das noch, aber was mir dabei halt durch den Kopf gegangen ist, war ein sehr wertvoller Gedanke, nämlich das halt eben, also für mich sehr wertvoll, auch mein Weltbild einfach wieder ein kleines bisschen geändert, dass letztendlich jeder Baum ein Spross von Yggdrasil ist. Also dass wir Yggdrasil, den Baum des Lebens und damit halt eben einfach das Leben selbst in jedem einzelnen Baum wiederfinden. Mhm. Fraktal halt, groß wie im Großen wie im Kleinen, ne? Hermetik und so. Jetzt haben wir hier 2 Linden und einer deutschen Eiche. Das Eiche. Leben gesichert. Die werden jetzt definitiv nicht hier untergehen. Die setzen wir irgendwo hin. Wo wir das erstmal lassen wir hier so ein bisschen stehen, damit sie sich ein bisschen akklimatisieren können. Wir werden sie ein bisschen hegen und pflegen, ihnen Aufmerksamkeit schenken und sie ein bisschen streicheln und betüllen. Pflanzen bekommen sowas mit. Mhm. Wir haben euch und lieb. Ja, auf jeden Fall. Und das sind, wir könnten ihnen jetzt auch Namen geben. Eiche, Linda und
Lilly. Okay. Ja. Lilly, Linda und Eiche. Schön. Passt. Hammer's. Nice. Dschungelprüfung bestanden. Hey, hey, hast du schon gesehen, wie die Welt zugrunde geht und kannst es nicht verstehen? Alles ist im Untergang, Asche und Schutt. Machen wir den Rest der Welt doch auch noch kaputt. Oder vielleicht lieber nicht, da leuchtet doch noch was. Ein kleiner Funken Hoffnung, vielleicht geht ja doch noch was. Wir müssen nicht immer wie wir sollen. Vielleicht wird alles anders und wir machen wie wir wollen. Im Dunkeln ist es duster, da will doch keiner sein. Also öffne dein Herz und lass die Sonne rein. Wenn du guckst, wie du sollst, dann siehst du es nicht. Aber alles leuchtet. Alles ist aus Licht. Also öffne dein Herz und lass die Sonne rein. Wenn du guckst, wie du sollst, dann siehst du es nicht. Aber alles leuchtet, alles ist aus Licht. Alles ist aus Licht. Alles ist aus Licht. Wir haben noch den Chips-Tag.